Hallihallo, willkommen zu einem neuen Let's Play von WoW Castle. Das habe ich mal vor, weiß ich nicht, 5 Jahren, 8 Jahren mal gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich zeige euch wieder mal, ich kam auf die Idee. WoW Castle, komm, guck's dir nochmal an. WoW Castle. Das habe ich schon mit zwei, paar Wellen jetzt hier gemacht, ein bisschen gespielt, vielleicht 2 Minuten gespielt oder so. Was ist WoW Castle? Einmal ist es ein klassisches Tower Defense Spiel. Das heißt, wir haben auch unsere Burg mit noch mehr Helden später und die vor auch noch nachher welche. Hinter uns die ganzen Bogenschützen, die wir auch noch mehr kaufen können und aufrüsten können. Und von rechts kommen immer Gegner. Eben immer eine Welle. HP ist unser, wie viel unser Schloss aushält. Und MP für Zauber braucht man nicht. Level, ja, geht bis zu einer bestimmten Höhe, glaube ich, nach bei Ende. Oder kann sein, dass sie schon erhöht haben, weiß ich nicht. Deswegen muss ich mal gucken, was sie hier so verändert haben bei War Castle. Upgrade Castle ist halt hier halt eine Schloss wird größer, mehr HP und nach kriegen wir mehr Plätze für unsere Helden. Und noch den ganzen Arsch voll. Archer ist dann nur auf Englisch das Spiel und nur auf Englisch, aber ist dann eigentlich gar kein Thema. Sind halt, da bekommen wir erst mehr Bogenschützen, bis dann ein bisschen Anzahl, glaube ich, 30 Stück, glaube ich. Danach werden die immer stärker, immer besser. Verändern die sich ein bisschen halt, ne? Ach so, ja, Welle. Ja, hier, ne? Statistiken geht über BlueStacks nicht. Name wächst. Ach, mein Name wächst. Kann ich auch noch machen. Guck mal dann hier. Ach, jetzt erstmal. Jungspot. Okay. Ach, dann nicht. Geht über BlueStacks leider nicht. Ich muss aber über BlueStacks spielen, über Handy. Ach, muss ich mal so lange anlassen und so. In der Nacht kommt noch viel mehr dazu. Wir haben jetzt nicht alles schon verraten, ne? Hier ist unser Level Up. Können wir Skills verteilen? Ich würde zu Anfang raten, auf XP zu gehen. Aber auch alles nach und nach. Und hier ist ja unser Schatz. Hier können wir auch noch was nachher später. Dann bleiben wir natürlich auch noch offen. Kann man alles hier finden. Alle Sachen hier kann man nach und nach finden. Da kommt noch viel mehr dazu. Fangen wir aber erstmal an. Gold habe ich noch 65, kein Thema. Ach, meine nächste Welle. Nächste bei Welle 3. Ich war bei, damals auf dem Handy, glaube ich, bei über 12.000. Ist gar nichts. Gar nichts. Also die höchsten waren bei, weiß nicht, 200.000 oder so. Jetzt können wir noch die einzelnen Helden hier in der Burg auch noch aufleveln oder runternehmen. Auch noch Waffe und Schmuck geben, auch noch alles, ne? Da kann man sehen, was die gerade machen. Also als manche sind aktiv, muss man aktiv drücken. Andere, die greifen automatisch an. Erstmal haben wir jetzt hier noch eine einzelnen Helden, die man noch aufnehmen kann. Es sind ein paar. Man kann nicht alle finden. Ah, ein paar neue dabei. Oh. Nee, ein bisschen geändert. Ja, die meisten kenne ich noch soweit. Natürlich kann man nicht alle mitnehmen, der ist klar, wir müssen viel, ne? Aber einige noch mitnehmen. Natürlich auch dabei, ne, wie teuer die jeweils sind. Wird im Moment ist es noch teuer, aber wird sich sehr schnell ändern. Genau. Wurmbaum. Gibt nur XP. Na cool. Spiegel kann ich gar nicht. Was ist denn das? Gibt ein Zauber alle 3 Tower-Slots. Tages der World Set of Mirror. Oh ne, das war so zu teuer. Haben wir gar nicht, keine Kohle für. Erstmal nur Wellen machen. Erstmal Gold sammeln. Gibt noch mehr dazu später. Aber wie gesagt, nach und nach. Ich will nicht alles schon verraten. Die meisten werden wahrscheinlich War Castle kennen. Wahrscheinlich. Gehen wir von aus. Brauchen wir nicht. Erstmal die Bogenschützen. Sie ist nur aktiv und er auch.
muss man aktiv was machen, das ist ein Boss. Und auch regelmäßig. Ich meine, Fritte hast du in den Augen, glaube ich, geschossen, die Laser. Naja. Wie gesagt, der, ist es hier überhaupt? Der Knight, der hat keinen fünf Ritter beschwören. Für 15 Sekunden. Ich weiß es gar nicht. Und 10 Cooldown an von 3 Sekunden. Ja, mit den Sachen so auswechseln. Alle. Also nicht alle, wahrscheinlich nicht, aber schon einiges wechseln, anders machen. Ne? Fangen wir es mal ganz langsam an. Hier kann man auch schneller und langsamer machen. Über Reinfallgeschwindigkeit und natürlich Doppelsilber, sonst dauert es viel zu lange. Ja. Ihr könnt mir schreiben, ob ihr das Spiel auch kennt, selber gespielt habt, wie hoch ihr gespielt habt. Ach, hiermit. Da. Bitte mir mal schreiben. Ich war bei, ich meine, 12.000 oder sowas war ich da gewesen. Ich hab's auf dem Handy, nicht auf dem Handy, auf dem PC damit gespielt gehabt. Also so lange her. Mein Gott. Ja. Das ist auch neu, dass man es mehr auf einmal kaufen kann. Also schon ein paar Dinge haben sich schon geändert. Gegenüber damals, auch schon, wie gesagt, weiß ich nicht. 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre her, keine Ahnung. Deswegen bin ich gespannt, was sich da so ändert, ne? Kann man gar nicht jetzt sehen, ne? Ne, kann man nicht sehen. Kann man nicht sehen, das ist egal. Ich spiele einfach mal. Da habe ich auch auf dem Handy gespielt, muss ich ja dann ja. Ach, keine Ahnung, schon so lange her. Egal. Platz 4.053.000. Nicht schlecht, ne? Da wieder Welle 10, kommt wieder ein Boss, da habe ich alle 5 Level, kommt glaube ich ein Boss, oder? Kann das sein? Weiß ich gar nicht mehr. Da ist er doch wieder, der Boss. Hat er uns besiegt. Erstmal hier wieder. Dass wir schneller in den Leveln ansteigen. Ach komm, machen wir Upgrade Castle. Da wie ihr schon seht, ne? Da was Neues dazu gekommen, wieder ein neuer Platz, da ein neuer Platz. Das braucht man nicht. Nein, aus. Nein, was soll der Mist? Scheiße. Ah, sind wir wieder. Machen wir es mal weiter. Erstmal nur Gold machen, Gold sammeln, aufrüsten, Bogenschützen aufrüsten, Schloss aufrüsten. Jetzt haben wir schon 340 HP. Und weg. Nicht geschafft. Aber egal. Erstmal eine XP, erstmal schneller in den Level absteigen, mehr freischalten können hier. Ach komm. Schützen. Es wird noch besser, ist auch, man kann jetzt auch nachher später etwas idlen lassen. Das heißt, es kommt immer Gold rein, immer Gold. Alle weiß ich nicht, wie viele Sekunden. Aber dazu später mehr wollte ich noch nicht so viel von sagen. Bisschen knapper und geschafft. Samstag haben wir es geschafft. Nur Bogenschützen kaufen. Zu Anfang. Ja, nicht nur, aber vor allem Bogenschützen machen schon viel aus. Weiter geht's. Oh, 1700, den warten wir noch mal eine Runde.
2300, sehr schön. Habe ich hier zwei Plätze, ist auch schon ist ja wieder oben auch da. Bisschen Schutz. Flammturm muss ich eigentlich machen. Einfrierturm? Ich kann einfrieren? Verlangsamt gehe ich nach so. Nee, lass mal. Kanone war auch nicht schlecht. Nimm mal Kanone. Flash Damage 100%, 36, aber langsam. Normal, aber nur 9. Nee, nimm mal ruhig. Kanone. Kaufen. Kann man sich auch aufleveln. Alles nehmen wir. Also kann so gut wie alles hier aufleveln. Ich jetzt auch einmal die Woche, wenn ich dann ein Video machen, wie die anderen auch, ne? Könnt ihr den Fortschritt immer sehen. Alles im Video zeigen würde viel zu lange dauern. Viel zu lange. Ach, muss ich noch ein bisschen. Wieder Level Up. Edelstein war, glaube ich, auch noch ein bisschen, bestimmte Menge. 50 oder 60 war damals gewesen. Könnte man auch noch mal was mitmachen. Nicht mehr genau was. Schon so lange her. Ach, wieder ein Skillpunkt. Punkt. Du hast eigentlich schon sehen, aber ich hier, ne? Ach ja, komm auch schon. Ja. Da, Kolonie gibt euch 410 Gold, alle 60 Sekunden. Wenn wir die besiegen. Darf man noch nicht. Auch hier riesengroß. Dabei, was du das für ein Freischalten, das weiß ich noch. Ist auch ziemlich groß. 3000, 8000, 11.000, 27.000. Also gibt mal viel zu tun. Bis 30.000 geht jetzt hier irgendwo da. 30.000. Kann man alles hier freischalten. Hier oben sind noch zwei Felder, die man freischalten kann. Also es gibt hier reichlich zu tun, was man machen kann. Wo man jetzt hier anfangen. Ach, da ist ja der Rücksicht. Dann noch zwei Sachen zum Freischalten. Das ist ja nämlich die Welt jetzt hier. Da kann man auch noch unendlich machen. Und das ist auch neu. Es gibt hier sehr viel, was man machen kann. Sehr viel zu tun. Sehr viele Möglichkeiten. Ich bin gespannt, was Neues drin ist. Wohin das Spiel uns lange noch führt, wenn wir weiterkommen. Ich bin gespannt. Ich habe auf alle Fälle wieder richtig Bock drauf auf das Spiel. Ja, geht doch. Ja, total. Ja, es kommt hier Gold rein. Gibt einmal Gold und dunkle Kristalle, die brauchen wir aber später. Das weiß ich noch. Macht doch Gold, ne? Ja, Gold, genau. Kann man auch noch aufleveln wieder hier, ne? Es kommt schon ein bisschen Gold immer rein. Alle 60 Sekunden, glaube ich, oder sowas, ne? Gucken, 2635. 4 Gold kriegen wir jetzt. 4 Gold. Macht er jetzt. Der eine erstmal nur. Ja, fängt klein an, ne? Orkarbeiter, 25.000. Oh, das ist neu, ist neu, ist neu. Der geht noch nicht, ja. Ja, ist ja auch im Grunde auch schnell hierbei. 4. Aber er da, Hauptsache macht das mal was, ne? Schluss. Ich muss ja eigentlich jetzt auch alle 60 Sekunden eine Karre ankommen. Ah, nee, haben wir nicht, haben wir noch nicht. Nee, haben wir nicht. Wenn wir das Geschäft hätten gerade mit der Burg, würde jetzt hier alle 60 Sekunden oder so ein Karren vorbeikommen mit Gold. Haben wir nicht, dauert noch, egal. Ein Knopf machen wir noch, eine Welle und dann erstmal Schluss, dann mache ich den Rest erstmal offscreen weiter. So, wie viel haben wir jetzt? 1000? Ja, ist zu wenig. Sammeln wir erstmal nur. Okay, Leute, wie ich sagen, das war es dann erstmal von Grow Castle.
Wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet, in der nächsten Folge ist weiter. Wie immer, wie die anderen Spiele auch, so Ultimate Dragon Master, Firestone, Township, alles zusammen an einem Tag. So bin ich zu euch. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Grog Castle. Bis dahin, tschö mit euch.